have to install it first. So I'm back in about more or less some minutes. Get hyped. We will starting soon. Hold the line. We will starting soon. Hold the line. Don't worry. We are on the right way. We will starting soon. Dun da dun da dun dun da dun da dun 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 da dun da dun da dun. Enjoy a bit the music meanwhile. I will be soon back after the game finished the download. I have to change some things, don't worry guys. Didn't even looking for that earlier. Okay, so hello, welcome guys to a new, it's a little bit loud, god it's that loud, fuck's sake, hello, welcome guys to a new live
gaming with Fahumid. On the Game Gamblers channel, we will today playing some beautiful Alien Isolation. That means just that we will have a lot of fun with Bobby Scare, and I don't know what will happening. I played it still a bit, but never really right and long time. So we will see what will happening soon. But I have to finish the download first, so you have to wait still. I should probably be getting some right music here. Insta. Give me some time, guys. Okay, meanwhile I will just eating something, so guys, don't worry, I am still around. I could just give you some information about the download in the background, probably. Just check in. Can I just increase that? No. I just see just the blue, I think, the blue thing you're seeing, probably. If it's full, we could starting almost. So, well, just stay, hold the line, and waiting for beautiful evening. So, I'm getting some food. I'm back soon. So, enjoy the music.
What the f***, YouTube? You guys are being complete f***. Bum ba dum. Bum 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 bum. Three minutes left, guys. Then we could starting finally the game. Thank you.
It's a better music. Minutes left, guys. 2 minutes left. I was just restarting my stream after the download finished and I could starting the game, that it looks a bit professional more for my YouTube content, so don't worry. I'm looking for it. I'm checking something. Right, that's right. Not busted. Should set there something, I think. I set just any other settings here. Doesn't look like so. MB. What is this? That doesn't look good. Okay. New episode of Game Gamblers against Alien Isolation. This is the first part, and will be probably not so long going like the other parts, but we will starting today with the beautiful, beautiful game Alien Isolation, and we are just in the mini and one starting the game right now, and I will just switching my voice now to the German language, so don't worry, so be care about it if you have problems to understand. I could also speak English if I seeing it in the chat. So guys, see you in the game. So, als allererstes brauchen wir erstmal ein bisschen die Optionen, die wir einstellen müssen. Wir schauen mal, wie das hier so aussieht, was wir denn alles für Möglichkeiten haben. Am besten auf jeden Fall, okay, die Controller, die brauchen wir schon mal nicht. Wir brauchen aber eine Tastenbelegung mal ganz kurz zum Gucken. Also, ist alles noch mal soweit drin vom letzten Mal. Das ist super. Okay, passt soweit. Nachladen, aktivieren. Pumpgun, Bolzen, ja, sieht gut aus. Ja, Taschenlampe, Rechte, ja, sieht gut aus. Ja. Gut, zurück. Wir gehen zum Bildschirm. Das sind quasi die Grafikeinstellungen. Wir brauchen natürlich ein großes Filmkörnung. Filmkörnung brauchen wir eigentlich nicht. Das ist so eine Sache, die ich nie brauche. Die ist nicht so toll. Das ist meine Ansicht. Ich denke mal ein bisschen Geschmackssache. Vertical Synchronisation ist nicht schlecht. Dann haben wir kein Tearing im Bild. Und wir schauen mal, was es uns noch gibt. Das ist alles auf hoch eingestellt. Das ist eigentlich ganz gut. Kann man eigentlich nichts mehr anderes einstellen. Sichtfeld ist auch schon aufs Maximum. Sieht gut aus, sieht gut aus. Wir können noch weiter runter gehen. Ja, yep, wir können. Sieht aber alles auf Ultra... alles auf Ultra hoch, ja. Wir wollen vielleicht nicht die Kantenklettung so hoch zu haben, weil das ist, glaube ich, schon ein bisschen übertrieben. Wir machen eine ganz normale Kantenklettung. Das reicht voll und ganz aus. Vor allen Dingen für den Stream reicht es aus. So, der Ton, sehr wichtig. Der Ton ist immer ein sehr, sehr dynamische Quelle. Wir werden... Ich werde ihn ein bisschen runterstellen. Denn ich weiß nicht, wie laut er ist. Wir werden sehen. Untertitel. Lassen wir mal ein. Ich finde eigentlich Untertitel nicht so schlecht, wenn sie ein sind. Damit haben wir die Einstellungen gemacht und können uns direkt zum Spiel fortarbeiten.
So, Besatzung ersetzbar. Letztes Überleben. Wir spielen natürlich Alien Isolation. Wir werden ein neues Spiel starten. Und ich hoffe, das ist das hier. Wunderbar. So, die wichtige Frage ist, was werden wir spielen? Für eine größere Überlebenschance immer noch eine Ausrüstung, die sich aber meistern lässt. Schwer. Ich habe schon mal auf Albtraum angefangen zu spielen. Das war sehr, sehr grauenhaft. Ich werde es nicht nochmal machen. Ich werde jetzt versuchen, einen Schwierigkeitsgrad zu wählen, den, glaube ich, jeder schaffen kann. Nämlich leicht. Das Spiel muss man ja irgendwie auch schaffen. Ich werde nicht versuchen, so lange hängen zu bleiben. So, sehr wichtig. Einstellung des Bildschirms. Bewegen Sie den Schieber bis das Sieg. Sechsen. Okay, gerade nur so schwarz im Hintergrund so sichtbar ist. Okay, wir schauen mal nach. Ich kann es noch erkennen. Ich denke mal, das ist richtig. Ich glaube, das ist gerade noch so die Helligkeit, die noch geht. Alles andere, glaube ich, wird nicht mehr funktionieren. Für mich, zumindest für meinen Bildschirm, den ich gerade nutze. Für euch sieht es vielleicht ein bisschen heller aus. Das kann durchaus sein. Das ist noch, noch eins dicker, geht, glaube ich, schon noch. Ich denke mal, so kann ich es noch einigermaßen sehen, ja. Gerade sichtbar. Gut, machen wir mal Eingaben und schauen mal. Okay. Ich glaube, ich sitze vielleicht an der falschen Stelle. Ich weiß nicht genau, wo ich hin muss. Ich setze mich mal nach links. Dann schauen wir mal, wie das so da ist, ne? Okay. Bin gespannt. Letzte Meldung vom interplanetaren Raumfrachter Nostromo. Hier spricht der dritte Offizier. Die anderen Besatzungsmitglieder. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. Und Captain Dallas sind tot. Ladung und Schiff sind zerstört. Wenn alles klappt, müsste ich in 6 Wochen die Randzone erreichen. Und sollte ich Glück haben, findet mich eine Raumpatrouille. Hier spricht Ripley. Die einzige Überlebende der Nostromo. Ende der Durchsage. Ich glaube, die Soundqualität ist noch ein bisschen zu laut eingestellt. Zumindest für mich extrem laut. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen auf drüber stellen. Ja, es ist eindeutig zu laut. Ripley? Ich bin Samuels. Ich arbeite für die Firma. Es geht um Ihre Mutter. Wir haben sie wahrscheinlich gefunden, Amanda. Ein Handelsschiff. Die Anisidora hat einen Flugschreiber geborgen, von dem wir annehmen, dass er zu Nostromo gehört. Wo? Zeta Reticuli. Wissen Sie jetzt mehr? Noch nicht. Das Gerät wurde zur Sevastopol-Station gebracht. Es handelt sich um Firmeneigentum und die Firma will, dass es so bald wie möglich abgeholt wird. Die Station ist ein Versorgungslager in der Region. Sie ist eine dauerhafte Zollfreizone. Ich weiß, was es ist. Der Transit steht. Ein Kurierschiff namens Torrens macht sich in 2 Tagen in die Richtung auf. Wir brechen auf zur Station. Wir? Ich, ein Kollege von mir. Und Sie, falls Sie wollen. Die Sache ist, als der Auftrag bei mir gelandet ist, habe ich die Akten gelesen. Ich weiß, warum Sie in dem Gebiet arbeiten, in dem sie verschwunden ist. Sie suchen noch immer nach ihr, nicht wahr? Ich habe die Erlaubnis erhalten, Ihnen einen Platz auf der Torrens anzubieten, falls Sie wollen.
Vielleicht finden Sie dann endlich Frieden. Okay. Okay, als allererstes mache ich mal ein bisschen lauter noch runter, denn die ist doch verdammt laut. Gut, dynamischer, Lautsprecher, Kopfhörer, perfekt. Das sollte es vielleicht ein bisschen verbessern, auch von der insgesamten Qualität. Short, niemals schlecht. Ziehen Sie sich an. Okay, machen wir das doch mal. Das sieht doch mal gut aus. Terminal. Verlaine, suchen Sie noch einen Navigationsoffizier. Ein Freund von mir hat gerade ein Schiff verloren. Okay. Oh, no, das war falsch. Okay. Okay, wie komme ich wieder raus hier? Verdammt! F zurück. Oh mein Gott, so dämlich. Lesen müsste man schon können. Okay, wir schauen mal. Okay, das ist mein Speicherort gewesen. Ich erinnere mich wieder ein bisschen. Gut. Okay. Ja, okay. Gibt es noch was hier? Da ist auch noch was. Looten ist doch immer schön, wie man das so toll sagt. Gibt's nichts mehr. Das hat jetzt nicht wirklich sehr viel gebracht in dem Sinne. Gehen wir mal weiter. Schauen wir mal, was es hier so gibt. Oha.
Oh ja, unten rechts ist links ist meine Energie. Das heißt, ich switch einfach mal ein bisschen rüber hier. In die Area. Ich glaube, das ist besser. Ripley. Samuels, sind Sie früher aufgewacht? Ich benötige nicht so viel Schlaf wie Sie. Ich war gerade dabei, mir die Einrichtung der Torrens anzusehen. Ein gut instand gehaltenes Schiff. Das Modell ist sehr ähnlich zu... Der Nostromo. Ja, Klasse M. Ein späteres Modell, aber mit ähnlichen Spezifikationen. Ich habe im Maschinenbau einiger solcher Schiffe gearbeitet. Natürlich. Ist Taylor bereits wach? Sie ist kein erfahrener Reisende. Der Hyperschlaf könnte ihr zugesetzt haben. Hab sie noch nicht gesehen. Ich werde nach ihr schauen. Die ganzen kleinen Sachen, die sind schon nett. Wow. Okay, hier war ich gerade eben. Auch schon mal gut zu wissen. Oder auch nicht. Doch, hier war ich. Terminal, ja. Dann gehen wir doch mal nach rechts. Sieht da mal gut aus. Taylor, guten Morgen. Ripley, es ist mit Sicherheit nicht gut. Und von einem Morgen kann ja auch keine Rede sein. Tut mir leid. Ich fühle mich scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie Sie alle diesen Hyperschlaf regelmäßig überstehen. Man gewöhnt sich dran. Ich reise nicht oft so weit. Die meisten Rechtsexperten reisen nicht weiter als bis zur Kaffeemaschine. Yeah. Wundert mich, dass Weyland Yutani es für nötig hielt, die Rechtsabteilung zu schicken. Der Verlust der Nostromo und deren Fracht hat die Firma viel Geld gekostet. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Wenn ich den Fall mit einem eindeutigen Unfallbericht abschließen kann, stehe ich gut bei meinen Vorgesetzten da. Tut mir leid. Das war unsensibel. Ich weiß, dass Ihre Mutter seit 15 Jahren verschwunden ist und Sie... Schon gut. Wir kriegen beide ja, was wir wollen. Haben Sie Samuels gesehen? Der ist wahrscheinlich schon seit Stunden wach. Jetzt sind wir dran. Okay. Amanda, Nina, okay, 6, 2, okay. Ups. Krankenstation waren wir schon. Luftschleuse waren wir auch schon. Da oben waren wir auch schon. Sieht doch gut aus. Dann gibt es nur noch den einen Weg hier. Das sieht doch mal wunderbar aus. Also müssen wir nur noch in die Richtung jetzt. Wunderbar, perfekt, passt. Wie eine Meisterleistung haben wir das jetzt schon hier verstanden.
Oh ja, ich muss, glaube ich, jetzt den Herrn aus der Trankenstation noch holen. Wäre vielleicht ganz sinnvoll. Das war eigentlich mein eigentlicher Auftrag hier, oder? Da muss ich erst den Herrn hier holen. Meinen Freund. Wenn es überhaupt ein Freund ist. Ja, wird schon sein. Ich kann anscheinend noch nicht rennen zurzeit. Wir schauen mal. Okay, anscheinend muss ich ihn doch nicht holen. Dachte er nicht, soll er nach. Ist er das nicht gewesen? Hm. Vielleicht täusche ich mich auch. Da komme ich nicht hoch. Okay. Gehen wir mal weiter. Zur Brücke. Gibt auch wirklich diesen Retro-Flair insgesamt wieder, das Spiel. So. So. Für die Einsatzberechtigung, okay. Bin ich doch jetzt. Oder etwa nicht? Einsatzberechtigung müsste doch eigentlich das hier sein, oder nicht? Habe ich was übersehen? Schon. Terminals. Hm, wir schauen mal. Da ist schon mal nichts. Gehen wir wieder zurück. Hier war auch niemand, außer der Herr. Mm-hmm.
Eine Brücke zur Brücke. Das ist die Brücke. Das habe ich vergessen. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Ja. Mir nix. Aber warum? Was habe ich vergessen? Soll das so ein? Ich bin drin. Das kann doch nicht so, das kann doch nicht sein. Muss doch irgendwas passieren. Irgendwas? Ah, schrecklich. Das ist ein Bug.
Einsatzdokument vom Tisch. There's something I thought you should see before I finish this. I know why you're working in the region where she went missing. You're still looking, aren't you? My God, Ripley. You're doing good, Tim. An dem Tisch da vorne, aber das kann doch nicht sein. Wäre doch ein bisschen eigenartig, oder? I don't know if you can hear me. I'm stranded here on this station. Aber nicht wie man löst. Sie halten sich. Whoops. Okay, I don't know why, but I can't. Okay, getting into the bridge. Let's check out if it's happening, if I just could. Versuch. Jetzt geht's auch. Jetzt kommt der andere Typ nämlich auch endlich. Vielleicht. Was ist denn das hier? Ich hoffe, Sie hatten alle eine Anreise. Für eine alte Klasse M ist die Torrens in hervorragendem Zustand, Captain. War ein Wrack, als ich sie gekauft habe. Hat mich eine Menge Zeit und Arbeit gekostet, sie auf Vordermann zu bringen. Jetzt trägt sie sich selbst. Sie haben gesagt, wir nähern uns Sevastopol.
Docken wir an? Ihre Kontaktperson ist Marshall Waits, korrekt? Ich werde Sevastopol rufen und den Zustieg mit ihm regeln. Gut, packen wir es an. Keine Sorge, Miss Taylor. Routine. Rein und raus. Connor, Lagebericht. ISMG geladen und kalibriert. Annäherungswinkel eingegeben. Verbinden Sie, damit ich Hallo sagen kann. Kanal offen, Captain. Haben alle die Missionsunterlagen? Sie können die Annäherung auf den Monitoren sehen. Jetzt geht's los. Können wir es sehen? Auf Bildschirme wechseln. Sevastopol-Station. Ist da ein Schaden? Sieht nach Schaden aus. Auf 74 schalten, nah dran. Die Trockendockrampe ist im Eimer. Da kann ich die Torrance nicht reinbringen. Handelsschiff Torrance auf St. Clair, Kennzeichnungsnummer MSV 7760. Rufen Sevastopol Verkehrsüberwachung. Sie befördern vertraglich 3 Passagiere für Weyland-Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Wait, Colony den Marshall auf der Sevastopol-Station. Haben Sie ernstes Problem? Hallo Marshall? Marshall? Torrance hier. Bitte um Wiederholung. Okay. Die Kommunikation der Station ist hin, also habe ich Samuels Anzug einen Funkverstärker verpasst. Ich kann die Torrance für 24 Stunden in Position halten. Bis dahin haben wir uns gemeldet. Gute Landung. Bereithalten. Mein Vertrag erwähnt keine Spaziergänge im All. Es ist der einzige Weg. Und ziemlich sicher, wenn Sie sich an meine Anweisungen halten. Druckablass. Oh, Schatz. Einfach mir nach, Taylor. Sie auch, Samuels. Natürlich. Das ging schon mal schief. Okay, checken. Okay. Thank you.
Okay. Wird nicht schief gehen? Ob wir was finden. Ordner fehlerhaft. Ups, war mir zu viel. Okay. Whoa. Okay. Das wird helfen. Okay. Hallo? Ist da wer?
Okay. Null, drei, vier, null, okay. Good. Abflug. Okay. Funktioniert hier denn überhaupt nichts? Harris, Turner, kommen Sie sofort zurück. Wir haben eine Spur irgendwo im Maschinenraum. Regeln Sie das Terminal ab. Schalten Sie den Strom ab und vergessen Sie nicht Ihre Berichte. Die müssen wasserdicht sein. Ihre Berichte müssen wasserdicht sein, wenn all das hier vorbei ist. Wait, Ende. Ah. Ich guck mal, was da unten noch ist. Okay.
Das hört sich mal gar nicht gut an. Was zur Hölle ist hier passiert? Zu viel anscheinend. Zu viel. Durch diesen Schweißerapparat. Okay, das könnte Probleme bereiten. Okay. Jones, heutiges Update. Nach mehreren Nachfragen hat Marshall Waits endlich ein öffentliches Meeting einberufen, um die auf Sevastopol kursierenden Gerüchte anzusprechen. Anstelle jedoch die erbetenen Antworten zu geben, war er weiterhin ausweichend und nur nach wenigen Minuten wurden er und sein Team von der wütenden Menge mit Gegenständen beworfen. Ein Schuss fiel, Panik brach aus und jetzt schmeißen uns Waits und der Rest seines Teams mit Gewalt aus dem Terminal. Wir scheinen auf uns allein gestellt zu sein. Hier fällt alles auseinander.
Ja, das ist ein bisschen blöd jetzt, ne? Da komme ich schon mal nicht durch. So simpel. Hier spricht Turner. Ich habe die letzte Leistungskupplung gefunden. Hat eine Weile gedauert, aber jetzt ist sie aus. Ich muss nur noch die letzte Sicherheitsstrebe anbringen. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Ihre ausgeschaltet haben. Dann können wir endlich abhauen. Verdammte Scheiße. Ich höre überall Geräusche. Jedes Knarren und... Beeilen Sie sich einfach, okay? Okay. Shit. Das da vorne muss der Ausgang sein.
Ich kann das, glaube ich, besser gebrauchen. Fragte Person, Haste. Habe ich das richtig ausgesprochen? Haste? Also wenn Sie mir noch nicht mal Ihren Namen sagen können, dann kann das ewig dauern. Ich will nur etwas über Ihren Chef erfahren. Er hat Sie alle ganz schön in die Scheiße geschubst. Irgendjemand muss doch verantwortlich sein. Ich werde dafür sorgen, dass jemand verantwortlich ist. Nein? Sie sind stur, was? Turner, schalten Sie das Band aus. Vielleicht ist unser Freund hier nur schüchtern. Oh God. Okay, I believe I need a break. I need to sleep. I'm really tired. Sorry, guys. So, thanks for watching. I will be back tomorrow and then we will just rock the game. See you guys. I say good night. Bye.